Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen bei Fallout 4 im Überlebensmodus und wir haben soeben eine Kackbratze getötet. Und jetzt laufen wir hier fröhlich durch die Gegend, obwohl wir gar nicht hin wollten. Egal. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Penner! Du willst mir eine Baseballmütze bringen? Ja. Danke. Und ich kann in diesen Betten nicht schlafen. Ach hier. Bisschen Leben wiederherstellen, ne? Ernsthaft? Noch einer? Ah, hier ist meine Quest. Okay. Radex. Wo haben wir unsere Radex? Da. Davon haben wir auch ein bisschen. Haptischer Antrieb. Ach, ich kann hier schlafen. Wie nett. Okay, gucken wir mal, ob wir die andere Kackbratze noch killen können. Theoretisch reicht das doch aus, wenn wir hier mal in der Tür ein- und ausgehen, oder nicht? Kommst doch bestimmt nicht durch die Tür, oder? Er kommt nicht durch die Tür. Und der nächste Kackbratze fertig gemacht. Oder so gut wie. Kann sich noch ein bisschen um Stunden dauern, aber ist so gut wie tot. Und die Erfahrung. Ist nicht gerade wenig. Übrigens, dass ich jetzt nicht so von Anfang an jede Ecke und Kante untersuche, also nicht Ecke und Kante, sondern Ort untersuche, sofort, liegt einfach nur daran, dass eventuell das mit einer Quest verbunden ist und ich möchte mir das gerne für die Quest aufsparen, ne? Ne? Bratze. Dumm gelaufen. Kram ist schon mal gut. Ich trage zu viel. Hey. Hier drüben. So. Kleidung. Na komm, hier, nimm die Baseballmütze. Ich weiß, wenn du sie haben willst, dann nimm sie. Hier, rotes Halstuch, das passt dir bestimmt ganz gut. Wieso habe ich das abgenommen? Achso, das ist auch rechts. Also entweder verlangsamt im Kampf vorüber gegen die Zeit, was natürlich cool ist, aber jetzt nicht so der Bringer. Oder halt das hier. Reduzierte Aktionspunkte ist schon echt geil. Muss man dazu sagen. Wenn wir schon auf kritischen gehen und alles, dann müssen wir das schon so kombinieren, dass es wirklich alles passt. Ne? So, und ich glaube, das war's mit den Kackbratzen. Ich hatte hier irgendwo noch. Da. Willst du mir damit sagen, dass Hey, das was wiegt? komm her. Ich muss den Fatman ablegen, ey. Okay, wenn wir jetzt schon mal sowieso reisen wollen, können wir auch direkt mal nach Hause reisen. Ist ja auch nicht weit weg. Sunshine Tidings Company. Da gehen wir vielleicht auch irgendwann nochmal hin. Aber wir gehen erstmal nach Hause, paar Sachen ablegen und dann fröhlich und munter sein. Und unser Vorkriegsgeld wieder abholen. Das haben wir ja leider in unsere Maschine gepackt. Was wir eigentlich nicht vorhatten. Weil wir es verkaufen wollten, weil wir sehr viel Kohle dafür bekommen.
Das heißt, Medikamente wiegen jetzt was? Das ist mir so vorher noch nicht aufgefallen. Da wollte ich hin. Nein, das war falsch. Transfer. Gesamte Schrottablagen und... Dann gehen wir mal zu unserem Vorkriegsgeld. Das nämlich verdammt viel wert ist. Nach all den Jahren. Was nach all den Jahren? Unser kleines Sanctuary-Projekt hat geholfen. Da komme ich mal davon. So, ich bin übrigens begeistert, dass wir noch nicht angegriffen wurden. Das liegt wahrscheinlich an diesem wirklich fabulösen Haus, das ich hier gebastelt habe. Ach, die Waffe liegt immer noch. Ich hab's schon wieder mitgenommen, ich weiß. So, Transfer. 2 Fatman. Ist schon mal all unser Gewicht fast schon weg. Ja, mit Gewicht 30. Legen wir das erstmal weg. Ist natürlich eine lustige Waffe und so, aber bei dem Gewicht. Ich weiß ja nicht, Freunde, ich weiß ja nicht. Siebenundfünfzig, aber dafür haben wir nur 6 Munition. Kann mich gar nicht erinnern, dass das so viel Schaden gemacht hat. So. Ach, verdammt. Die gönnen ja nur die legendären Sachen hin, ne? Eleganter Hut, Gammler-Outfit, Gurtzeug. Nicht der ganze Scheiß hier. Schutzhelm, Walltech, okay. Aber der elegante Hut, der kann da ruhig rein. Finde ich gut. Ja gut, der Milizhut auch und die Milizuniform. Und der Rest kann eigentlich verkauft werden. Oder zerschrottet, meinetwegen auch. Ich würde gerne noch was gucken. Also die 44er finde ich gut. Werden wir behalten, wenn wir später mehr Munition haben. Und wir gucken mal, was wir mit die anfangen können. Da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Mehr Reichweite, ne? Die Schrauben sind es mir momentan nicht wert. So wenig Schrauben. Ich könnte ein Visier ranhauen, aber... Nukleares Material, da gibt es sehr viel, sehr wenig für. Sehr wenig von. Unsere Sniper hat ein Bajonett. Das ist doch unsere Sniper, oder nicht? Ja. Und dann ändern wir hier doch noch mal ein bisschen hier. Mächtiger Verschluss. Vielleicht mal mehr Schaden. Und keine Schrauben mehr. Oh, Schrauben sind so ein seltenes Ding, ey. Krass. Bajonett brauche ich nicht. Kriegen wir nur Minus. Und der gute Wert steigt, aber scheiß auf ein Bajonett. So, damit haben wir unsere Sniper verbessert. Sehr schön. Hey, Carla. Du schon wieder. Willst du handeln? Sicherlich, sicherlich. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Also, wenn du hier bleiben willst, gerne. Mit dir kann man gut handeln. Die Splittermine kannst du haben. Hab ich doch gerade hergestellt. Ich hab das Falsche aufgerüstet. Naja, jetzt ist es besser als mein altes. Wann habe ich denn noch eine zweite Sniper bekommen? So, Impro, du kannst weg. Du bist wahrscheinlich sehr viel wert, oder? 34 nur? Ist ja nix. Du bist viel wert.
So, dann kannst du weg. Du. Lederkombi, Inspektoren, Gurt, der Scheiß. Und dann verkaufen wir noch den hier und... Achso, den anderen haben wir wahrscheinlich weggepackt, ne? Ich hab abgebrochen. Hey, Carla. Ich hab einfach wieder abgebrochen. Zurück? Zeit fürs Geschäft? Ja. Klar, ich schau's mir an. Hier ist mein An... Aha. Oh Gott, bin ich so dämlich, ey, oder was? Scharfschützengewehr, Impro. Na gut, Gammler, Gurzeug, der Scheiß. Und der. So, wieder ein paar mehr Kronkorken. Wunderschön. Na gut, dann lass uns mal die Quest abgeben, würde ich sagen. Wo müssen wir dafür hin? Nicht auf jeden Fall die Dieseltaste drücken. Ach, Polizeirevier. Da haben wir ja alles erledigt jetzt für den Job, ne? Dann können wir ja weitermachen da. Seltsam. Einfach aus Zufall die Quest weiter beendet. Also das mit der Powerrüstung, ich weiß noch nicht. Also ich bin, glaube ich, auch viel zu geizig, um so eine Powerrüstung zu verwenden, wenn sie wirklich irgendwie so limitiert ist, dass man sie nicht immer benutzen kann. Klar, für so Ereignisse vielleicht, für den Kampf, den wir da hatten, bei dieser Quest, da könnte ich mir vorstellen, dass wir die mitnehmen können, aber... Ich weiß ja nicht. Kann man damit schnell reisen? Geben wir erstmal die Quest ab. Und dann würde ich sagen, wenn wir wirklich nichts mehr machen können, gehen wir dann nach Diamond City und gucken, ob wir da noch ein paar Quests an Land ziehen können und die Hauptquest noch ein bisschen weitermachen. Aber erstmal konzentrieren wir uns auf die Quest, die wir haben. Aber das ist eigentlich ganz gut. Und ich dachte, du wärst verschwunden. Halen? Hast du die Technologie gefunden? Ich schätze, du bist bereit für eine neue Mission. Hier. Gut, ich hatte gehofft, du bringst sie sicher wieder zurück. Hier, das hast du dir verdient. Technologie wird immer gebraucht. Meld dich bei mir, wenn du bereit bist, wieder auszurücken. Okay, cool. Bestätige. Gut, hier ist der Ort. Und jetzt los. 224 Erfahrung, krass. Hoffentlich bist du bereit für eine neue Mission. Ja, sicherlich. Ich hab was für dich. Ich bin bereit. In Ordnung. Hier ist das neueste Zielgebiet. Ich will dich erst wiedersehen, wenn der Ort gesäubert ist. Sehr gut, von denen kriegen wir also unendlich viel Quest und können quasi viel erkunden. Aber erstmal gehen wir doch hier zu unserem Paladin. Wo ist er? Ah, Nuka Cola Cherry. Wieso nicht? Willkommen zurück. Ich hätte dann noch eine Mission für dich, wenn du bereit bist. Klar. Bereit. Wunderbar. Im Laufe der Jahre hat die Bruderschaft einige Erkundungsteams in das Commonwealth entsandt. Das letzte Team ist vor 3 Jahren aufgebrochen. Man hörte nie wieder von ihnen. Offiziell gelten sie als vermisst. Wahrscheinlich sind sie tot. Und ich soll herausfinden, was mit ihnen passiert ist. Korrekt. Das schulden wir ihnen. Ihr Einstiegspunkt war in den Hügeln bei Malden. Wenn du ihrer Spur von Beginn an folgen willst, solltest du dort anfangen. Achte auf Notsignale über Funk. Alle Erkundungsteams sind mit Notrufsendern ausgestattet, die in einem kleinen Radius Positionssignale senden. Wenn du ein Signal empfängst, solltest du den Ursprung finden können. Ist es vielleicht das so ein Notsignal, was wir schon kennen? Die verschollene Patrouille. Zum Säubern zugewiesen habe. Das ist hier die Frage, Freunde. Das ist hier die Frage. Okay, es ist auf jeden Fall da hinten. Und es wird mal wieder geschossen in der Nähe. Ach, wir waren da schon mal. Oder auch nicht.
Ah, es ist genau bei den Rocky Mountains oder Rocky Narrows. Rocky Narrows, Rocky Mountains. WTF Zero. Bei den Narrows sind sie, ja? Gar nicht mal so weit weg. Gut, dass wir da schon waren. Ich hoffe, die Kackbratzen sind nur nicht wieder da. Aber ich glaube, die sind erst da, wenn man abspeichert und dann Spiel lädt. An einem anderen Tag. Zu einer anderen Zeit. Sniper? Stimmt ja. Ich sehe da hinten nämlich ein Feuer. Das könnte ein Anzeichen für Raider sein. So, unsere verbesserte Sniper. Tollwütige Maulwurfsratte. Wo? Hä? Unter der Erde? Da buddelt sie sich wieder ein. The fuck! Oh Gott, leuchtende! Gut, dass sie mich nicht treffen, wenn ich rückwärts laufe. Okay, da ist die Leuchte. Ja, komm, töte sie. Ah, das war mein Hund, sorry. Heilige. Hinter mir ist noch eine. Dieser Spielmodus? Da gibst du mir nur so einen Scheiß? Du bist ja noch krasser. Als der andere. Toll, jetzt ist hier legendär. Ich brauche Hilfsmittel. Sehr schnell. Verstrahltes Blut? Plus 20. Eieiei. Kritisch! Jawohl. Das wird dir zugesetzt haben. Du bist aber auch noch eine harte Nummer. So, was hast du mir mitgebracht? Schnellziehbar, Planke. Kostet 25% weniger Aktionspunkte. Ja. Danke. Was ein Scheiß. So eine dämliche Planke. Habe ich schon Besseres gesehen, ganz ehrlich. Nuka-Granate. Lange grüne Lumpen. Kinder des Atoms. Die gibt's ja auch. Aber wo Kinder des Atoms sind, ist auch Radioaktivität.
Gut, mir gehen sowieso gerade die Munition, die Patronen aus. Das ist crazy. Am Anfang hatten wir noch richtig viel von allem und jetzt leiden wir ein bisschen drunter. Dass wir nichts haben. Oder wenig. Jetzt muss ich echt aufpassen, was ich alles mitnehme. Hund hat was gefunden. Ja, nice. Toll, Radioaktivität beim Bett. Zeig her, was hast du denn, Kleiner? Hier? Ah. Nuka-Cola Cherry, dankeschön. Fluxkompensator, Kronkorken, Schornpatrone. Ach du Scheiße, die Radioaktivität. Das ist ein Computer. Okay. Als allererstes ziehen wir uns mal einen Red Ray rein. Red Ray. Dann würde ich sehr gerne ein Red-X reinwirbeln. Red-X. Okay, hier pausiert sowieso die Zeit. Wir nehmen zuerst mal dieses Vigor. Okay, Nulltreffer. Schade. Was handeln? Und Crisis. Na gut. Versuche zurückgesetzt. Perfekt. Gut, dass ich gerade nochmal gemacht habe. Sonst hätte es auch blöd enden können. So, bist du auch eine? Nein, ne? Du nicht. Da ist noch eine. Okay. Wie wär's mit Alarms? Ein Treffer. Das heißt, du kannst schon mal nicht sein. Trax könnte es sein. Auch nur ein Treffer. Dann ist es das S am Ende wahrscheinlich. Oder das dritte A. Nee, das A kann es nicht sein. Das muss das S am Ende sein, weil hier hatten wir 0. Das muss das S am Ende sein. Aber wir haben hier nur noch Exodus, ne? Bin durch. Entdeckung. Warte, was stand davor? In diesem Terminal findest du die Worte des heiligen Atom. Überantwortet an Bruder Edmund, niederer Schreiber und Gefolgsmann auf Atoms leuchtendem Weg. Mögest du, der dies liest, die Erleuchtung finden, die du suchst. Sei gesegnet. Entdeckung. Gepriesen sei Atom. Unsere Pilgerreise ist zu Ende. Er hat uns mit einem Ort voll strahlender Macht gesegnet. Diese heilige Ruhestätte der Brüder Jalbert wird unsere Mission werden. Hier werden wir Atom einen Schrein errichten. Wir sind wahrlich gesegnet. Ihr seid doch krank. Wilde. Eine Gruppe Philister kam zu uns. Mit Versprechen froher Kunde haben sie ihre Waren präsentiert wie billige Huren. Wir haben ihr Spiel durchschaut. Sie meinten, sie wollten mit uns handeln, aber sie hatten nur Lügen und Versuchungen zu bieten. Aber wir bleiben atomtreu und badeten die Ungläubigen in glorreicher Strahlung. Sie sind bei Atom, jetzt und immer da. Gepriesen sei Atom. Der Schrein, oh der Schrein! Wir sammeln Atoms Macht aus Fässern und in den Maschinen, die einst die Autos der alten Welt antrieben. Wir sind nur jämmerliche Arbeiter, keine Künstler, aber unsere Ergebenheit spiegelt sich im Schrein wider. Endlich gibt es einen Ort für alle Gläubigen, an dem sie sich versammeln und beten können. Gepriesen sei Atom. Die sind also aus Megaton hergekommen. Naja, wenn die meinen. Soll hier das Safe sein? Da. Schnell raus hier. Radioaktivität. Okay, so viel dazu. Wir haben das Teil wieder mal geborgen. Das war gar nicht mal so schwer. Radioaktivität schon wieder. Was ist jetzt der Schrein? Was ist jetzt euer so toller Schrein? Das Ding hier in der Mitte oder was?
Ich sehe diesen Schrein nicht. Ist er vielleicht ein bisschen weiter weg? Nö. Das sind nur die Häuser, die wir kennen. Und das war's. Na gut. Okay. Ach, das ist die Gebietskarte, okay. Schnellreisen, Markierung, entfernen. So, das wollte ich machen. Na gut, dann säubern wir noch mal kurz. Oder was? Ne, Quartiermeister machen, ne? Säubere. Suche nach dem Erkundungsteam wollten wir eigentlich machen, ne? Jetzt sind wir hierher gekommen. Jetzt weiß ich, was wir machen wollten. Lol. Das war ja klar. Da können wir aber derzeit noch nicht hin. Das sind die Supermutanten. Können wir vergessen. Lieber eine Sunshine Trindix Corporation. Oh. Dafür gehen wir da hinten hin. Das ist doch in Ordnung. Das mache ich doch mit Liebe. Gerne. In den Jahren vor dem Krieg war Ark Jet Systems ein erfolgreicher Zulieferer für Militär und zivile Luftfahrt, der sich auf Kommunikations- und Antriebssysteme spezialisiert. Was war das gerade für eine Waffe? War das eine Waffe? Also ich muss sagen, das Redway zieht knapp ein Viertel ab. Ich bin begeistert. Jetzt fühle ich mich wenigstens wieder ein bisschen wohl. Weil ich wieder ein bisschen mehr Leben habe. Verzieht euch! Alter, die ziehen so viel Leben ab, die Penner. Ah, ich bin tot. Habt ihr gesehen? Der hat mein Blut im Bauch. The fuck, diese Penner-Dinger, ne? Ich hasse sie. Oh, das sind wie die, wie heißen die noch glatt? Die von Fallout New Vegas, wie heißen die nochmal? Die Motten da. Ich weiß es nicht mehr. So lange her. Aber vielleicht hilft Nahkampf. Wir haben ja die schöne Waffe, die wir bekommen haben. Die Nahkampfwaffe. Die Planke. Und drücken das mal auf unseren Nahkampfslot. Mal gucken, ob das was wird. Das ist keine Waffe, oder? Ich sehe weder eine Halterung noch irgendwo ein Loch. Obwohl hier... Na, ist ein Antrieb. Das ist ein Antrieb. Ach, hier waren wir ja mit dem Typen hier, oder? Haben die da eine Geisel? Jetzt versuche dich davor zu verstecken. Ein Scheiß nach dem anderen, ne? Ich fass das nicht. Hilfsmittel. Komm, ziehen wir uns das aufbereitete Wasser rein, wieso nicht? Ja, da kam ein Leck und dann war ich tot. Was für ein Scheiß! Ach Gott, was bist du denn? Krass. Okay, haben wir jetzt gerade gespeichert, als wir da waren? Ich hoffe nicht. Jetzt treffen wir die ganze Zeit auf Supermutanten. Ich fass das nicht.
Keine Kreatur steht so sehr für die Gefahren des Ödlands wie die Todeskralle, die im Rasiermesser schaffen Krallen ihre Beute zerlegt. In Sekundenschnelle. Ja, das habe ich gemerkt beim letzten Mal. Das ging wirklich flott. Weißt du, da sind wir den Supermutanten ausgewichen, jetzt kommen sie zu uns. Okay, Ladescreen, 10 Jahre später. Verstehe schon. Okay, ich bin wieder hier. Vielleicht sind sie ja dieses Mal nicht da. Ansonsten laufen wir da zu Fuß hin und dann campen wir irgendwo. Oh, diese Zeitschrift müssen wir öfters finden, ja? Wow. Du bist rot gekennzeichnet. Einmal einen Schuss in den Hintern, bitte. Was zielst du denn da bitte? So, ein Kopf weniger. Na, das war's doch nicht. Na komm, ein Schuss noch. Ah, das macht uns auch einen Schock. Ah, egal, wir schießen nochmal drauf. Wir haben ja so viel Munition. Das Fleisch brauche ich. Das muss ich kochen. Der Farmer war doch gerade eben noch bei den Supermutanten. Hallo. Du hast mir das Leben gerettet. Bitte, für dich. Ach, danke. Beim letzten Mal musste ich Supermutanten und jetzt habe ich Hunde. Wow. Was hast du gefunden, Kleiner? Da finde ich Hunde ja ein bisschen entspannter. Schön ins Gesicht den Typen gejagt. Und schon ist er tot. Die Erfahrung nehme ich gerne. So, jetzt können wir. Was hast du, Kleiner? Zeig's doch endlich. Ist hier eine Höhle oder so? Ins Wasser soll ich? Ja, nö, nö. Das kannst du knicken. Das kannst du knicken, Kleiner. Ich gehe mit dir nicht ins Wasser. Du willst doch nur spielen oder planschen. Wo bist du hin? Oh! Scheiße, ich hab vergessen nachzuladen. So, dann komm mal näher, währenddessen ich versuche, dein Gesicht dann zu visieren. Was nicht geht. Dann mach ich so. Boah, aber das knapp, der war fast bei mir. Aber ich habe jetzt den kritischen. Ich habe jetzt die Möglichkeit auf kritischen. Das heißt, den nächsten Typen, den ich begegne, da krieg ich das mal schön kritischen verpasst. Na? Zeigst du mir endlich den Scheiß oder was? Ich glaube, der hat keinen Scheiß zu zeigen.
Gut, ich wünsche viel Spaß hier bei den Leichen und ich verziehe mich. Und zwar in eine neue Folge, denn für heute war's das, Freunde. Wir sehen uns morgen wieder und dann gehen wir mal da hoch und hoffen, dass da diese Mistviecher nicht sind. Ich habe so das Gefühl, dass die nochmal legendär werden. Na gut, haut rein, euer Zero. Tschüss.